Linguistik in 60 Sekunden Nummer 24. Was ist der Unterschied zwischen synthetischem und analytischem Sprachbau? Die Unterscheidung zwischen analytischem und synthetischem Sprachbau ist eine der frühesten morphologischen Sprachtypologien und geht auf August Wilhelm Schlegel und Wilhelm von Humboldt zurück. In synthetischen Sprachen werden grammatische Informationen morphologisch inkorporiert. In analytischen Sprachen hingegen werden diese durch spezifische Konstruktionen oder Einzelwörter kodiert. Das Deutsche entwickelt sich in seiner Sprachgeschichte ausgehend vom indoeuropäischen, vom synthetischen zum analytischen Sprachbau hin. Diese Entwicklung setzt mit der Festlegung des Initialakzentes im Germanischen ein. Dieser hat unter anderem eine Abschwächung der Nebensilben zur Folge, die grammatische Informationen tragen können. Deshalb werden grammatische Informationen nach und nach anders kodiert. Exemplarisch kann man dies am Apostolikum zeigen, einem der Texte, die seit dem 8. Jahrhundert kontinuierlich überliefert sind. Zum Hochdeutschen hin kann man am deutlichsten am Ausbau der Personalpronomina, des Verbalkomplexes, der Artikel und dem Abbau von Nebensilben erkennen, dass grammatische Informationen zunehmend nicht mehr flexionsmorphologisch kodiert sind.